Jo, weiter geht's mit Let's Play Assassin's Creed Origins. Und los geht's. Da sind wir. Was ist hier los? Was ist da los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renault? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. Renut ist bestimmt unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. So. Dann legen wir los. Folgen wir dem guten Hottefressen mal ein bisschen. Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß. Ich bin momentan vollkommen nutzlos. Dann sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. So, haben wir es jetzt oder brauchst du jetzt irgendwie noch eine Sondereinladung? Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodorus es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet. Und jetzt ist Shatya tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Renut bestand darauf, es sei unsere Pflicht. Wenn ich nicht auf sie gehört hätte, würde Shatya noch leben. Da vorne wird sie sein. Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shatya liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Ich meine, sie liebte Vergangenheit. Wir sind immer noch dabei, heute festzuhalten. Ich weiß nicht, ob das Spiel mittlerweile zum Ende zu, dem Ende zu geht. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich dann auch auf das neue Assassin's Creed gehen, auf das Assassin's Creed Mirage gehen. Muss ich mir noch irgendwann holen. Das kostet gerade aktuell 50 Euro. Mal schauen. Renut. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Schön, dich zu sehen. Renut? Hallo? Das ist aus ihr geworden. Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Ich sollte sie trauern lassen. Ich werde eine Feder brauchen. In der Nähe liegt ein Feuchtgebiet. Dort finde ich Vögel. So. Bringe eine Reihe Feder zur Stadt der Schreien. Reihe Schwärme halten sich in der Nähe des Bauernhofes in Philadelphia auf. Okay. Ich halte mich mal gerade nur ein bisschen. Zurück. Ich muss mich nur mal gerade. Ach, ich hätte meine Fälle mal auffüllen sollen, ne? Ich bereue das irgendwie immer die ganze Zeit. Alter. Mein. Ich habe, was ich brauche. Das war ja gerade Zufall, dass ich den gesehen habe. Robin?
Da sind wir wieder. Du tust, was dir gesagt wird, du fauler Hund. Wenn du mehr Korn brauchst, bau mehr an. Das ist nicht mein Problem. Was bist du denn für einer? Renut, nein! Lass das! Finger weg. Ich weiß, dass du kein Korn von diesem Bauern erpresst. Denn das verstößt ja bekanntlich gegen mehrere ägyptische Gesetze. Als Amtsträger im Fayum wissen wir das beide. Oder nicht? Wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Ich glaube auch. Mein Gatte. Wir müssen unsere Trauer abschütteln. Andere dürfen nicht auch noch leiden. Nicht, wenn wir es verhindern können. Du warst so. Auch einst ein Kämpfer. Es ist wieder Zeit. Den sollen wir töten, jetzt auch noch die Typen. Warum haben wir diese ägyptische Kuh nicht getötet? Ich frag mich, wie bloß die gegrillte Adler schmeckt. Alter! Was geht bei dir kaputt? Entschuldigung, ich muss mal hier hoch. Nein, ich kann hier hoch! Jetzt hab ich's. Oh Gott. Aua! Den habe ich getötet. Tschüssi. Nein. Hau ab jetzt von mir. Geh weg. Tschüssi, ich muss weg. Ich will eigentlich gerade mal nur ganz kurz mich aufhalten. Ein bisschen. Ich weiß, ich hier mal irgendwo meine Möglichkeit. So, da sind sie. Scheiße, ich bereue es gerade, dass ich keine Pfeile aufgehöre. Hey, es gibt Ärger! Oh, wir haben Hilfe. Hä? Was hier? Oh, Dankeschön. Du hast den echt jetzt gerade mit den Arsch gerettet, weil du den nicht. Es ist mir unbekannt. Vielleicht weiß Hotefres mehr. Niemand wird ihn vermissen. Er sprach von einem Kommandanten. Jemand anderes gab die Befehle. Das ist noch nicht vorbei. So, tschüssi. Ich bin heute fest über das Rangabzeichen. Ich muss mal kurz die Typen hier noch loswerden. So. Gut. Da müssen wir lang. Aber dank dem Rebellen, der hat uns ja einfach gerade mal kurz komplett den Arsch gerettet. Der hat dann nämlich abgelenkt. Du lebst? Jo. Sie wollten Renut rauben. Jetzt sind sie tot. Ich beneide sie. Tja, es musste wohl sein. Eine andere Sprache verstehen diese Soldaten nicht. Da ist mehr. Der Hauptmann hatte Befehle. Er trug dieses Rangabzeichen. Erkennst du es? Ja, das ist nicht gut. Es stammt aus der Bubastos-Feste im Osten. Sie wird von einem Malakia geführt, der sich für unbesiegbar hält. Ach, Renut hatte recht. Die Bevölkerung wird leiden, wenn wir nichts tun. Bayek, ich bitte dich nur ungern.
aber wir brauchen Hilfe. Die kriegst du. Doch zuerst muss ich etwas anderes tun. Ich kehre bald zurück. Shadia, mein Lotus. Niemand soll mehr so leiden müssen wie du. Das schwöre ich. Auf Wiedersehen, meine Kaulquappe. Schwimme ewig in Freiheit. War das ein Haustier oder was? Ich habe das jetzt gar nicht überhaupt so mitgeschnitten, was das wäre war. Das... Naja. Ich glaube, dann haben wir zumindest erstmal das erledigt. Ja. Shadias Ruhe. Ich glaube wirklich, dass das ein Tier, Haustier war. Reiher oder so. Nee, Reiher war. Keine Ahnung. Doch, kann sein. Ja, das ist so ein... Auf jeden Fall irgendwas Vögelchen, so ein Vögelchen, ja. Es ist wahr. Die Soldaten waren nur der Anfang. Dieser Kommandant ist ein Problem. Wir brauchen mehr Informationen. Wie weit geht diese Korruption? Sie könnte bis in Ptolemäus innersten Kreis reichen. Wir können keinem Philakis trauen. Das schaffen wir nicht allein. Wir brauchen das Fayum. Die meisten Bauern schweigen aus Angst vor den Soldaten. Doch sie sind aufgebracht. Es wird nicht schwer, sie zu überzeugen. Ich spreche mit dem Bauern, den der Hauptmann bedroht hat. Wir verbreiten das. So, der Kampf für das Fayum. Sprich mit den Bauern. Da geistert auch noch wieder rum. Fluch der Hathor. Level 35. Bis Level 40 geht's ja auch. Wir sind ja fast Level 31, also 9 Level noch. Und dann könnte man so rein theoretisch alle nacheinander killen. Aber ich möchte das jetzt nicht diese Folge angehen. Vielleicht. Irgendwann mal. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Der Kampf für das Fayum. Nee, das ist nur eine einfache Quest. Okay. Inventar. Ja, da haben wir mehr als genug. Gut, ich würde sagen, wir machen trotzdem Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Und das wird sein morgen um 12 Uhr. Bis dahin und tschüss.